Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com. Es ist jetzt wieder ein bisschen wärmer in Berlin. Eigentlich ist es ganz schön warm. Und ich traue mich jetzt auch wieder rauszugehen bei diesem Wetter, weil es jetzt nicht mehr so arschkalt ist, wie man im Deutschen sagt. Man kann das ruhig sagen, arschkalt ist in Ordnung. Und vielleicht war es die Kälte, vielleicht gab es auch andere Gründe, vielleicht habe ich etwas Schlechtes gegessen oder so, aber ich war krank. Ja, jetzt die letzten 2-3 Tage war ich krank, mir ging es nicht gut, aber jetzt geht es mir wieder ausgezeichnet. Ich habe mir auch einen extra Tag Zeit genommen, um zu genesen, ja, um mich wieder zu erholen. Ja, ich habe mich erholt und ich bin genesen. Ja, ich habe mich erholt. Ja, ich bin nicht mehr krank und mir geht es besser. Und in letzter Zeit konzentriere ich mich darauf, die Akademie weiterzumachen. Und es gibt jetzt bald den dritten Kurs. Ja, es gibt jetzt bald den Geschichtskurs über die Germanen und danach werde ich mich darauf konzentrieren, so kleinere Kurse für euch zu machen und den Podcast zu starten. Ja, ich freue mich total auf den Podcast und genau, ich möchte in diesem Video mit euch ein bisschen über diese kleinen Kurse reden. Also mein Ziel ist es, also ich habe jetzt schon ganz viele Videos gemacht und mein Plan ist es auch, das weiterzumachen. Also mein Versprechen ist auch, gerade wegen den Patreon, wegen der tollen Unterstützung, die ich durch Patreon bekomme, ist mein Versprechen, dass ich dieses Jahr mindestens 52 Videos mache. Und ich werde also weiter Videos machen. Ich habe jetzt schon eine Reihe von Videos, das heißt, ihr habt sehr viel verständliche Inhalte. Aber ihr habt vielleicht auch andere Probleme, außer dass ihr verständliche Inhalte braucht. Ja? Ihr habt Fragen, ihr habt Frustrationen und so weiter. Und meine Idee war es, so 7-tägige Crashkurse mit euch zu machen. Ja? Dass ich für jedes Problem, das ihr so habt, und ich habe, manche Probleme höre ich immer wieder von euch. Ja? Ich höre immer wieder bestimmte Fragen, bestimmte Probleme. Und für jedes größere Problem werde ich einen 7-tägigen Crashkurs mit euch machen. Und wahrscheinlich auch eine Frage-Antwort-Session mit euch. Ja? Sodass wir wirklich auf dieses Problem intensiv darauf eingehen können. Ja, ich möchte wirklich jedes Problem, das ihr habt, konkret, detailliert lösen. Ja, also die letzten Jahre, und das war auch gut, habe ich das immer so gemacht, ihr habt mir eine Frage gestellt und dann überlege ich mir, okay, was ist die Antwort? Und dann schreibe ich die Antwort und dann habt ihr eine Antwort auf eure Frage. Aber dadurch habe ich Erfahrung gewonnen, dadurch habe ich mitgekriegt, was eure Probleme sind. Ja, ich habe gelernt, okay, die und die Fragen werden immer wieder gestellt. Für die und die Fragen muss ich immer wieder mir eine Antwort überlegen. Und jetzt möchte ich es so machen, dass ich das systematisiere. Das ist ja okay. Anstatt diese Antwort mit einem Absatz zu beantworten, möchte ich das in einen 7-tägigen Kurs beantworten, wo ich wirklich sage, okay, hier sind die ganzen Gründe, hier sind die ganzen, alles, was ich darüber weiß, hier sind die ganzen Tipps, die ich habe und hier ist wirklich Schritt für Schritt, wie du dieses Problem lösen kannst, sodass es auf deinem Weg zur fließenden Beherrschung der deutschen Sprache keine Hürden mehr gibt. Ja, ich möchte, dass es auf dem Weg zur fließenden Beherrschung der deutschen Sprache für dich keine Hürden gibt. Und deswegen werde ich jetzt, also ist jetzt mein Ziel, erstmal Kurs 3 fertig machen, dann
den Podcast anfangen und parallel oder davor anfangen, kurze Kurse zu machen, Crashkurse. Ja. Das ist ein Specht, hört ihr das? Habt ihr das gehört? Ein Specht. Ah, jetzt gerade nicht. Ja, ein Specht ist ein Vogel, der sich praktisch in den Baum bohrt, indem er sehr schnell mit dem Kopf gegen den Baum stößt. Das ist ein Specht. Ein Specht. Specht. S-P-E-C-H-T. Specht. Ja? Und ich habe gehört, dass der Specht, das ist ganz interessant, man würde ja denken, okay, wenn der Vogel ganz schnell den Kopf nach vorne und nach hinten macht, muss es ja sein Gehirn wehtun. Aber das Gehirn eines Spechtes, ja, das Gehirn des Vogels, ist praktisch an einem Faden aufgehangen. Ja. Das Gehirn bleibt an einer Stelle, während der Specht ganz schnell gegen den Baum stößt. Ja. So, da habt ihr sogar noch ein weiteres Wort gelernt. Specht. Okay, das ist die Zukunftsvision für 2017 oder es ist sozusagen die nächsten Monate für Authentic German Learning. Und ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und ich hoffe, es war gut für euch, auch mal wieder mich zu sehen. Also ich weiß, manche haben mir geschrieben und gesagt, hey Marco, ich vermisse dich, ich möchte mal wieder ein neues Video von dir hören, schauen. Ja. Genau, ich mache noch weitere Videos und ansonsten, damit euch nicht langweilig wird, es gibt immer noch die Akademie und bald den Podcast und es gibt noch ganz viele Videos, die du bestimmt noch nicht gesehen hast, okay? Und auch ganz viele Videos mit Untertiteln, ja? Ich habe eine extra Wiedergabeliste mit Videos mit Untertiteln. Okay, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!